Hier sind sie, hier sind Helene Fischer und Julia. Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen. Hallo, Julia. Da steht das Studio Kopf. Also Sie können gespannt sein auf das, was heute Abend hier in dieser Sendung alles passiert. Eine unserer prominenten Gäste wird am Ende der Show natürlich wieder 30.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Und wir starten gleich mit einem spannenden Duell. Und wir wissen alle, wie geht das los bei uns? Was sagen wir immer am Anfang? Alle gemeinsam, klein gegen groß, auf los geht's los! Helene, erst atemlos, dann sprachlos. So geht das Duell für dich heute aus. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Julia jetzt schon mehr als zwei Fans hat. Hier ist sie. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Kannst du noch? Genau. Hallo. Ich würde mal sagen, in puncto Outfit bist du schon ganz weit vorne. Ganz weit vorne, ja. Hast du das alles alleine ausgesucht oder hat dir jemand dabei geholfen? Oder ist das so? Ja, Mama hat mir ein bisschen geholfen. Okay, aber sehr schick, muss man wirklich sagen. Danke. Du hast ja eben schon sehr klar gesagt, du möchtest mal Schlagersängerin werden. Ja, andere Art von Musik würde dich auch gar nicht interessieren? Also so eine Mischung aus Schlager und Pop, sowas wie Helene halt auch macht. Du solltest sie schon mal für dein Promotion-Team engagieren. Hier, ja, ne? Also bist ganz weit vorne auf jeden Fall. Genau. Wir haben ja eben gesehen, ihr habt euch ja auf zwei Konzerten ja schon mal gesehen. Ne? Und das war tatsächlich eine zufällige Begegnung mit dem Schild. Und das kommt ab und an mal vor, ne? Dass du mal jemand auf die Bühne holst. Ja, also ich muss sagen, das hat mich einfach, das hat mich so berührt in dem Moment. Und ich habe diese glitzernden Äuglein gesehen. Und sie hat so sehnsüchtig geschaut, da konnte ich gar nicht anders. Deswegen habe ich dich dann auch geholt. Mhm. Ja. Wenn es jetzt bei dir nicht gerade um Musik geht, was machst du dann sonst noch so? Also ich gehe auch zum Tanzen und so und draußen spielen tue ich auch. Hast du auch noch Freundinnen, die Helene Fischer Fans sind? Ja, aber jetzt nicht so große nicht, Helene. Nicht so, wie du es bist. Nein, du bist ja ein ganz großer Fan, ein super Fan von Helene. Ja. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, Helene, als du 10 warst, Was waren, da war da die Musik schon, das Tanzen, die Bühne, war das schon so in deinem Kopf? Ja, also ich habe tatsächlich mich sehr oft alleine in meinem Zimmer aufgehalten und habe da entweder gesungen oder irgendetwas geschauspielert oder habe irgendwie auch da wieder habe mich in Rollen hineinversetzt und habe mich sehr, sehr gut mit mir selbst beschäftigen können. Habe ganz viele Kassetten aufgenommen mit irgendwelchen Synchronisationen. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber da war so dieses Entertainment-Programm schon sehr, sehr klar. Oder hat sich bemerkbar gemacht, auf jeden Fall, ja. Nun ist es ja ganz klar, das ist gar nicht von der Hand zu weisen, bist mittlerweile ein wirklicher deutscher Superstar. Ne? Bist wahnsinnig erfolgreich mit dem, was du da tust. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, ne, das hat ja alles auch langsam angefangen. Zum Glück, muss man ja auch sagen. Ja, ne? Ich muss auch sagen, zum Glück, denn ich konnte da ganz langsam reinwachsen und der Erfolg kam nicht über Nacht, sondern wirklich, es hat sich mehrere Jahre etablieren können. Ich konnte daran wachsen, ich habe ausprobieren können. Ich habe viele, mein Gott, es gab so viele Situationen, wo ich sage, das ist gut so, dass ich das im kleinen Rahmen nur gemacht habe. Und ich konnte einfach ein bisschen an Reife und an Künstlerdasein auch einfach dazu gewinnen mit den Jahren. Ja. Hast du einen Lieblingssong von Helene? Viele. Auf jeden Fall Herzbeben, Achterbahn und Atemlos und so. Ja. Also ich mag eigentlich
Alle. Alle, genau. Ne? Also du hast dich natürlich auch musikalisch und künstlerisch verändert. Ne? Also klar, ja. Am Anfang war es ja sicherlich noch viel mehr klassische Schlager, ja. als das heute der ja. Fall ist. Ne? Hast du so einen Song, wo du auch wirklich sagst, aus dem ganzen Repertoire, den du auch wirklich immer wieder besonders gerne singst? Also Atemlos wird natürlich sicherlich oh. am häufigsten nachgefragt. Ja, sicherlich. Mhm. Der wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Mhm. Aber ich bin tatsächlich, also ich liebe es ja mit den... sich mit meinem Publikum, mit den Menschen zu verbinden und dann einfach wirklich von Herzen zu feiern und loszulassen. Aber ich bin ganz tief in meinem Innern eine wirkliche Balladenliebhaberin. Und ich liebe diesen Mix aus, gerade wenn man Konzerte spielt, auch die Zeit dafür zu haben, alles zu bespielen und in alle möglichen Energien reinzugehen, also von bis. Ich liebe aber auch tatsächlich, wie gesagt, diese stillen Momente, wo ich noch mehr irgendwie das Gefühl habe, mich von Herz zu verbinden, ja. Wir werden dich ja heute Abend hier auch noch auf der Bühne sehen und auch da natürlich mit zwei sehr unterschiedlichen Songs vom neuen Album. Und da ist ja. auch ein sehr schöner, eher ein bisschen ein ruhiger, aber sehr, mhm. sehr intensiver Song natürlich dabei. Ja. Ne, mit voller Kraft voraus. Genau. Ja. Bald wird es ja, oder im nächsten Jahr wird es ja dann zum Glück auch große Konzerte. Das größte Konzert vielleicht überhaupt. Ne? Absolut. Ist ja geplant in München vor 150.000 mhm. Zuschauern. Machst du dir da im Vorfeld Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet? Ich meine, du hast ja schon große Konzerte gespielt, aber das wird ja nun alles bisher da gewesen noch mal völlig in den Schatten stellen. Ja, absolut wird das alles toppen, denn ich weiß, dass wir uns da sehr viel und sehr große Mühe geben werden, da wirklich eine fulminante und spektakuläre Show auf die Beine zu bringen. Aber das Schönste wird eigentlich für mich sein, nach dieser langen Zeit des Nicht-auf-der-Bühne-Stehens und mit all diesen schönen Erlebnissen und Erfahrungen, die ich dann bis dahin gesammelt habe, nicht nur musikalisch, sondern eben auch privater Natur, dann ist das, glaube ich, für mich, das wird die höchste Erfüllung sein, an diesem Tag dann auf dieser ja. Bühne zu stehen. Ja. Also wir haben natürlich alle mitverfolgt, wie deine Karriere in den letzten Jahren verlaufen ist, aber wenn man das dann nochmal zusammengefasst in Bildern sieht, dann vermittelt das nochmal einen Eindruck, was das wirklich für eine besondere Karriere gewesen ist. Und sie ist ja noch lange nicht vorbei. Ein Weltstar aus Deutschland, die größte Entertainerin aller Zeiten. Ihre Shows ein Wahnsinn, ihre Hits Dauerbrenner. Helene Fischer. Ihre Songs erreichen die Herzen von Millionen. Allein in Deutschland verkauft sie mehr als 16 Millionen Tonträger. Sie ist die wichtigste Künstlerin unserer Zeit und räumt alle Preise ab. Ihre Alben sind Spitzenreiter in den Charts, bekommen 57 Mal Gold und 29 Mal Platin-Status. Und der Himmel bricht auf! Und auch Helene Fischers neues Album Rausch steigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt auf Platz 1 ein. Ihr Mega-Hit Atemlos wird einer der meistverkauften Schlager, hält sich 117 Wochen in den deutschen Charts. In Österreich steht er 92 Wochen auf Platz 1. Seit 2011 bekommt die Sängerin immer am ersten Weihnachtsfeiertag ihre eigene große Fernsehshow und empfängt viele Weltstars. Ob Tom Jones, Bryan Adams, Eros Ramazzotti oder Andrea Bocelli. Alle wollen sie mit ihr singen. 2014 feiert die Lieblingsentertainerin der Deutschen mit der Lieblingsmannschaft der Deutschen den Weltmeistertitel. Alle lieben Helene, denn sie ist einfach immer cool. Selbst beim plötzlichen Wolkenbruch lässt sie die Fans nicht im Regen stehen. Ja, das werde ich nie vergessen. Und er segnet dir. Ihr einziges Deutschlandkonzert nächstes Jahr wird das Mega-Event. Sängerin, Tänzerin, Akrobatin. Sie ist die Frau, die alles kann. Deutschlands größte Entertainerin, Helene Fischer. Wir haben ja gerade gesehen, mit wem du schon alles auf der Bühne gestanden hast, gesungen hast. Es gab so viele wunderbare Duette in der Helene Fischer Show. Gibt es ja. irgendein Duett, von dem du noch träumst? Irgendein großer internationaler Star, wo du sagst, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, mit dem würde ich gerne noch mal ein Duett singen.
Also da stehen tatsächlich noch ein paar auf meiner Liste, die ich, mit denen ich wahnsinnig gerne singen würde. Es wären natürlich Ed Sheeran, Michael Bublé, Celine Dion. War, ich meine, ich bin mit dieser Künstlerin groß geworden. Es ist so, in deinem Alter hat es ungefähr angefangen. Da war ich dann ganz großer Celine Dion-Fan. Und wenn das noch mal irgendwann zustande käme, das wäre natürlich schon noch mal so mein persönliches Highlight, ja. Okay. Ja. So, Julia, jetzt kommen wir aber zum Helene Fischer-Duell. Ja. Ne? Mal schauen. Hier haben große Karrieren angefangen, hier sind auch schon Karrieren zu Ende gegangen. Okay, komm, wir gehen rüber. Okay. So, Vorsicht hier mit den Stufen. So, bitteschön. Wir fangen hier an, genau. Heieiei. Das Helene-Fischer-Duell. Julia, 10 Jahre behauptet, ich kenne alle Songs von Helene Fischer und kann sie an einem nur einsekündigen Ausschnitt erkennen und bin darin besser als Helene Fischer selbst. Julia und Helene bekommen immer abwechselnd einen einsekündigen Ausschnitt eines Helene-Fischer-Songs vorgespielt und müssen das Lied richtig erkennen. Jeder bekommt 6 Aufgaben. Wer mehr Songs richtig erkennt, gewinnt das Duell. Der Ausschnitt ist kurz. Ja. 6 Aufgaben jeweils. Was denkt ihr? Ist das möglich? Wie gut kennt Helene überhaupt all die Songs, die sie schon gesungen hat? Vor allem die alten Songs. Das ist in der Tat eine große Herausforderung für mich. Weißt du, wie viele es insgesamt ungefähr sind? Also ohne diese Duett-CD, meine schönsten Momente, das haben wir ja letztes Jahr dann rausgebracht, sind so um die 124 Songs, 125 habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber nicht nachgezählt, aber tatsächlich ist es auch für mich ganz, ganz schwer, die alten Songs, also gerade so wie sie im Original waren, herauszuhören, weil ich singe sie natürlich schon seit Jahren auf der Tour oder mit meiner Band zusammen, aber da haben sie sie immer in anderen Versionen gesungen. Deswegen, ja, ich habe großen Respekt davor auf jeden Fall. Helene setzt automatisch natürlich auf sich selbst. Alle anderen tippen auf Julia. Ja, das ich darf euch bitten, Platz zu nehmen. So. Seid ihr bereit? Ja. Dann sage ich jetzt klein gegen groß. Auf los geht's los. Wir beginnen natürlich mit der ersten Aufgabe, dem ersten Ausschnitt für Julia. Ja, länger ist eine Sekunde nicht. Mit keinem anderen. Aha. Sagt Julia und es ist. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen. Das kann ich mit keinem anderen. Das mit Partylärm alle Nacht verstören. Das kann ich mit keinem anderen. Richtig. Okay. Gefühlt war es vorgestern, der Song ist aus 2013. Wahnsinn. Ist schon ein bisschen her. Aber jetzt, Helene, erster Ausschnitt für dich. Okay, das war Herzbeben. Okay. Das stimmt. Ja, erstmal was zum Reinkommen. Ja. Okay. Nächster Ausschnitt für Julia. Von hier bis unendlich. Mhm. Ja. Ja? Ja. Helene hat auch für sich noch mal kurz überprüft. Richtige Antwort, Julia. 2:1. Und zweite Aufgabe für Helene. Was war das denn? Ich weiß es. Ja? Kann ich noch mal hören, bitte? Ja.
Ja, ich muss jetzt ja irgendwie raten, weil ich, da stehe ich total auf dem Schlauch. Also vielleicht sagst du zuerst dann, von wem das Lied war? Ach so, ja. Hm. Helene Fischer auf jeden Fall. Hm. Für andere. Hm. Okay, du weißt es, du warst jetzt schon relativ sicher. Okay, ich hau's jetzt einfach raus, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Es sind ja auch so viele, okay. Phänomen. Okay. Ja. Okay. Wow. Boah, ich hab doppeltes Glück gerade, anscheinend. Oh. 10 Jahre ist das her. Es war das Jahr, in dem auch Klein gegen Groß dann angefangen hat. Da hatten wir unsere erste Sendung. Ach, guck mal. Mhm. Ja, Phänomen, wir sind alle noch hier. Nächste Aufgabe für Julia. Wir zwei? Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Ausschnitt gibt, den Julia nicht kennt. Wir zweifeln schweben und unsere Träume leben. Wir zweifeln glauben, weil wir uns Hoffnung geben. Die Welt erfinden und aus den Armen leben. Immer und immer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Stimmt. So, ich dachte, das wäre schon der Song. Nein, das ist auch nicht der Song. Aber jetzt. Okay. Ich will immer wieder. Fieber. Also ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Okay. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Auch das ist spannend, an den Ausschnitten zu sehen, diese immer neuen Inszenierungen, diese wirklichen Choreografien, diese wahnsinnige Kreativität dahinter. Ja? Ja. Vierte Aufgabe für Julia. Nur mit dir? Da habe ich gar nichts vom Text verstanden, aber wenn du das sagst, Julia. Nur mit dir, sagt Julia. Nur mit dir. Jawohl! Das kommt aber auch aus der Pistole geschossen bei ihr. Absolut, ne? Fehlerfrei. Ja, absolut. Ja. Helene. Vierte Aufgabe für dich. Boah, das ist genau wieder so ein Punkt. Ich weiß es. Ja, ja, bestimmt. Das ist nämlich die Originalversion. Und jetzt muss ich kurz irgendwie in den Text. Oh. Okay, kann ich noch bitte einmal hören? Ich glaube. Ich glaube, es ist mit einem Paradies, aber ich weiß es gerade nicht. Nee. Ich sage mit einem Paradies. Mitten im Paradies? Und wir wollten doch eine Ewigkeit. Oh. Mitten im Paradies. Ach so, ist ja doch. Mensch. Tausend Träume bis zum Rand der Zeit. Also, oh, so schwer. Es gibt zig Versionen, wirklich. Ja, aber das ist die Originalversion aus dem Jahr 2007. Richtig, ja, mit Band damals. Das war wieder anders, ja, irre. Ja, so, es bleibt weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Julia? Jeder. Flieger? Flieger? Ah, ja.
Okay. So losgelöst, frei, frei, frei. Das ist richtig. 5:4 für Julia. Wir kommen der Entscheidung in diesem Duell näher. 5. Aufgabe für Helene. Das will sie sich nicht nachsagen lassen, dass sie ihre eigenen Songs nicht kennt. Nee, das ist auch total okay, wirklich. Okay, noch ein letztes Mal. Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gerade gar nicht. Okay, wahrscheinlich irgendeine ältere Nummer auf jeden Fall, so wie ich das von den Instrumentierungen höre. Du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Okay, aber will ich noch ist auch so ein Song. Text, ne, der sehr häufig auch in Songs vorkommt. Ne? Ja, alles. Ich will immer alles. Ja, ja. Will ich noch dies, jenes. Kann noch ganz viel kommen. Okay. Welcher Song ist es? Ist sofort gewusst. Wirst du vielleicht demnächst wieder öfter singen? Wird vielleicht demnächst nochmal neu kommen. Unser Tag. Genau. Aber in dem Falle kein Punkt für Helene. Aber die letzte Aufgabe für Julia. Ein Signal. Ah ja. Ganz einfach. Vamos a Marte. Das fand ich auch ziemlich einfach. Ja? Maus. Okay. Vamos a Marte. Wir sprechen deine Sprache. Ohne Worte. Vamos a Marte. Jawohl. Aber komm, den einen machen wir noch, Helene. Einen hören wir uns noch an. Einen haben wir noch für dich. Weil es so viel Spaß macht, den hören wir uns noch an. Sowieso. Ja. Ah, ja, passt irgendwie auch. Ja? Und es ist. Ist doch sowieso schon klar. Ich tue's auf eigene Gefahr. Das wird eine Liebessituation. Das wissen wir beide schon. Diese passt gut zum Moment in dieser Show. Denn es ist sowieso schon klar, dass Julia gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Julia gewinnt das Helene Fischer Duell. Sag mal, spürst du das auch? Genau, komm, schick nach unten. Julia gewinnt das Helene Fischer Duell. Und alle, die auf Julia getippt haben, bekommen einen Punkt. Ja, auch der Birthday Boy. Ey, guck mal, so, es bleibt dabei, Heino Ferch und Kurt Krömer liegen vorne in unserem Tippspiel. Und wir kommen zum Geschenk. Helene, gleich entlasse ich dich, weil du musst dich ja noch umziehen für deinen Auftritt. So, Julia, dein Geschenk. Guck mal hier. Liebe Julia, du liebst Pferde über alles und du kannst auch schon etwas reiten, allerdings bisher immer nur mit den Freundinnen am Wochenende und auf kleinen Ponys. Ja, du schwärmst von einem richtigen Reitstunden auf einem Pferdehof und die bekommst du und jetzt wird sich dein Traum erfüllen. Also viel Spaß, ein Jahresabo für einen Pferdehof. Ja. Und ich, süße Maus, ich lade euch natürlich ganz herzlich ein, nächstes Jahr nach München am 20. August auf mein großes Konzert, dass ihr mit dabei seid. Die ganze Familie. Ja. Vielen Dank. Also, du ziehst sie jetzt schnell um. Ich gehe nur rüber. Wir sehen, du gehst einfach nur rüber, noch besser. Ein fantastischen neuen Album. Rausch. Helene Fischer, wir werden dich gleich noch ein zweites Mal auf der Bühne sehen. Dann mit einem etwas ruhigeren Stück, volle Kraft voraus. Aber vorher, du bist, komm ja, gerne zu uns, gerne. Weil wir haben ja noch ein Duell. Ja. Man merkt, wie du das genießt, endlich wieder mal auf der Bühne zu stehen. Total und, schön, ja. Ja, vielen Dank euch allen. Ja, auch ein bisschen Fernsehpause gehabt. Ja, das stimmt. Zeit.
Helene Fischer von ihrem wirklich fantastischen Album Rausch. Volle Kraft voraus. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Kommt zu uns, Helene. Dankeschön. Fürs große Finale. Viel Erfolg und alles Gute natürlich für die nächsten Wochen, für alles, was vor dir liegt. Das